So, hallo Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Projekt Beast Town. Also Feats Beast Light. So, wir hätten meines Erachtens nach noch zwei Aufgaben, die wir regeln müssen. Und zwar den Hausbau und die Stromgewinnung erweitern. Ich werde aber erstmal mich um mein Feld kümmern, glaube ich. Also zumindest darum. Damit die Scheiße hier auch wieder nachwachsen kann. So. Ich habe mir gedacht, für unseren Hausbau machen wir was ganz Simples. Und zwar will ich ja Steine holen und die mit den Wand of Equal Trade austauschen. Die Sache ist die, dafür brauche ich natürlich genauso viele Steine, wie ich holen will. Zum Austauschen natürlich. Also, wie mache ich das jetzt? Ich möchte mir. Da, Igneous Extruder bauen. Den möchte ich mir bauen. Der generiert nämlich Cobblestones. Und genau die will ich haben. Und diese Cobblestones werde ich dann mitnehmen halt und dann halt auch mit anderen Steinen austauschen. Beispielsweise Marble und Basalt habe ich mir gedacht. So. Muss ich mal kurz überlegen. Hier läuft alles, ne? Der MFE ist voll mit seinen 600.000 Energie. Da hätten wir noch Wabba. Da ist nix. Da ist auch nix. Wabba könnten wir auch gleich mal wieder ein neues holen, eigentlich. Machen wir jetzt erstmal hier so die kleinen Aufgaben, bevor wir zu den großen gehen. Diesen Extruder, da brauchen wir später so oder so. Für Scrap. Damit wir daraus Yu-Yu Meta holen. Beziehungsweise man braucht es nicht unbedingt, aber es ist energieschonender, wenn man da noch Scrap rein tut. Dafür brauchen wir dann noch einen Recycler, weil dann können wir die einfach so einen schönen Dauerdurchlauf machen. Wie gesagt, ich will ja hier alles so gut wie möglich später automatisieren. Das dauert noch ein bisschen und wow, der Baum ist gewachsen. Hallöchen. Ja. Das wäre das soweit. Hätte ich noch Erze, die ich einschmelzen könnte. Also diese Erze, die ich momentan überhaupt nicht brauche. Nee, also müsste ich auf Dauer auch mal wieder Erze farmen gehen. Ich glaube, vor allem Redstone geht mir aus, ne? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das noch reicht, das Redstone. Lass einfach mal schauen. Und zwar wollen wir den ja jetzt haben. Was brauchen wir denn dafür? Zweimal Glas, zweimal Iron, einmal Redstone. So, das ist kein Redstone. Redstone, Glas, Iron. Ha, ich bin so gut. So muss das. Damit hätten wir schon mal die Point. Ne, ihr wisst schon. Wir brauchen sowieso noch zweimal Glas und noch zweimal Tin. Viermal Glas. Alter. Ich hatte doch so viel. Ist hier irgendwie ein angebrochener Stack? Da. Komm ich mal lieber so mit. So. Machine Frame. So kann ich es nicht falsch machen. So, und Gold Ingot. Damit hätten wir den Machine Frame. Das ist okay. Dann jetzt den Piston. Das ist Eisen. Redstone. Kabel. Und Holz. Auch wenn meine Sortierung scheiße ist, so langsam komme ich damit klar. So, und das war's eigentlich auch schon. Damit könnten wir den jetzt zusammenbauen. Machine Frame, Piston oben. Den dahin und dann noch das Tin da rein. Damit hätten wir den Igneous Extruder. So. Dann brauchen wir jetzt noch. Natürlich. Wooden Transport Pipes. Und. Cobble Transport Pipes.
Dann natürlich noch eine Redstone Engine. Sticks. Habe ich glaube ich nicht mehr. Kurz schlafen gehen. So, weil dann lasst ihr die Redstones auch automatisch schon in eine Kiste pumpen, würde ich mal behaupten. Lass mal ganz kurz gucken, wie sie geht. Redstone. Da. Glasholz, wieder ein Piston und zwei Wooden Gears. Waren das zwei Pistons? Ich glaube ja, ne? So war das. Genau. Zwei Pistons. Und dann jetzt noch Wooden Gears. Komm, haben wir einfach noch einen raus. So. Zwar waren die so, ne? Ups. Ein zu viel. Zwei Stück brauchen wir. Wooden Gears. Ne, warte mal. Was? Es war nur ein Pisten. Egal. Brauchen wir bestimmt irgendwann wieder. Oder ich mach zwei Redstone Engines schon mal einfach voraus. Ja, komm, ich mach zwei. Ja, nimm doch. So. Das heißt, nochmal zwei Stück davon. So. Den. 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 Ja, und dann einfach nur noch Glas in die Mitte. Zack, zwei Redstone Engines. Dann auch noch zweimal den hier. Gut. Damit ist das dann an sich auch schon fertig. Kurz das Glas wieder wegtun. Die Eimer nehmen. Zwei Eimer Wasser und einmal Lava. So. Ich könnte es eigentlich so machen. Ach. Das ist wegen der Lava, dann zünden sich die Teile hier immer an. Okay, das war nur das Schaf. Kiste. I'll make a kist. A chest. So. Goldchest sollte erstmal reichen. Kneos Extruder. So. Ist Wasser jetzt drin? Wasser ist drin, okay. Und Lava rein. Wie ist der Lava, Lava? Zack, jetzt generiert der Cobblestone, wie ihr es hier seht. Und die werden wir jetzt in die Kiste führen. Ich wollte schon sagen, ich will das gern sehen. So. Da oben drauf kommt jetzt noch eine Redstone Engine. Die das dann auch noch da rauspumpt. Der orangene Slot ist die Ausgabe. Wir sind links angeschlossen. Den Rest brauchen wir nicht. Genau. Jetzt pumpt er mir das Redstone hier in die Kiste rein. Macht damit die Kiste voll. Kann ich das denn so besser sehen? Ein bisschen. Das Options ist jetzt voll verpackt. Achso, das ist deswegen der Playlist, die da nicht mehr angezeigt wurde. Ja gut, dann lasse ich das jetzt mal in diesem Format. Jetzt pumpt er mir die Kiste voll. Der wird jetzt unendlich viel Kappel produzieren. Sobald die Kiste voll ist, werde ich den dann mal stoppen. Damit der zwar noch produziert, aber nicht mehr da reinleitet. Wir können damit auch noch Stone und Obsidian produzieren. Bei Obsidian verschwendet er, also verbraucht er allerdings Lava und bei Stone verbraucht er Wasser. Das heißt, die müsste man dann nachfüllen. Bei Kappel verbraucht er nichts davon.
Wer von euch weiß, wie die Sachen hergestellt werden aus Ton und Wasser, der weiß dann auch, warum er sie verschwendet. So. Kurz mal voll gegen das Mikro husten. Habe ich das Ding jetzt da rausgenommen? Tatsächlich. Riss auch einen frischen Stack-Tenor. So. Viel passt da ja nicht mehr rein. Packe ich die Sachen mal da rein. Und damit werden wir dann. Damit und Tubes werden wir dann später auch noch alles automatisieren. Das kommt ja, wie gesagt, alles dann demnächst noch. Aber jetzt werden wir hier erstmal schön Kappelton produzieren, damit wir dann losgehen können, um die Sachen vernünftig umzutauschen. So. Was können wir in der Zeit mal machen? Goldingot. Stäbchen. Eine rote Schad dafür. Das war 3. Lalalala. So. Beef. Das ist noch nicht durchgebraten, ne? Naja, der verliert keine Energie. Für ein Gerät nicht. Da ist ja noch die Watermeal dazwischen und so alles. Kann ich dich auch einfach hier drin craften? Tatsache. So. Der Stab hätte auf jeden Fall genug drauf, um das wirklich zu machen. Dann. Der Feuerstab nicht. Instrumentum. 13 Metall haben wir gleichzeitig da auch noch drauf. Was brauchen wir denn noch? Brauchen wir noch 3 Metall. Gibt 8. Gibt 6. Was ist das denn? Ach, nee. 3 Metall. Gibt 5. Silverdust. Pro Silverdust. Das könnte ich eigentlich auch mal einschmelzen. Gibt auch 5. Glowstone. Gibt 7. Gibt 4, aber noch ein paar andere Elemente, die ich jetzt nicht da reinwerfen will unbedingt. Ja, werden wir es einfach so machen, würde ich sagen. Ich hole mir jetzt extra nochmal einen neuen Stab, falls mein anderer kaputt geht. Ja, ich könnte den da reinwerfen, um ihn wieder zu verwenden, aber momentan hat er halt noch Glück drauf und ich will den halt noch nicht verschwenden. Also dieses Glück. So. Damit kriegen wir jetzt halt nochmal so einen Stab. So einen grünen Apple-Stab. So, Feuer. Den brauchen wir ja halt noch nicht. Die Eggs of Stream, die kann ich glaube ich auch hier lassen. Oder ich nehme ihn mit, falls ich einen magischen Baum finde. Neues Schwert will ich mir noch craften. Ja, der produziert halt jetzt hier endlos weiter im Endeffekt. Neues Schwert. Hier sind Saphire, 3 Stück. Sticks waren hier drin. Ein. So, ein Stick. Ich brauche nicht 2, ich brauche... ja, gut. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, warum ich auch immer denke, dass ich 3 brauche. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe mal davon aus, dass die Höhlen hier unter mir so langsam wirklich so gut wie komplett leer sind. Also gehen wir mal... Wo gehen wir denn mal hin? Wie gesagt, wir haben jetzt noch nichts zum Umtauschen. Das heißt, der Stab auf Equal Trade bringt noch nicht so viel. Damit werde ich mir nämlich das Inventory zuhauen und dann wirklich losgehen. So. Du kommst auch mit. Falls wir irgendwas Wichtiges finden oder so. Weil hat die gleiche Effektivität wie eine Diamantspitzhacke. Wir gehen jetzt einfach mal da lang. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, wo ich überhaupt alles lang gegangen bin. Ah, da ist ein Wisp. Ja, den Vulkan würde ich ja gern komplett leeren, um ehrlich zu sein. Darf ich ja nicht. Das darf ich ja nicht machen. Nehmen wir mal mit erstmal. Habe ich überhaupt. Ja gut, der meine Backpack ist doch leer. Genauso wie ich es wollte.
Hat das Vieh mich gerade angegriffen? Ich hoffe, er ist für dieses Vieh dich. Die Ex auf Steam habe ich mitgenommen, falls wir einen magischen Baum finden. Was zur Hölle? Das Ding brennt noch gar nicht? Nee, tut's nicht. Man hat mich angeschrieben, so Moment. Hier war anscheinend noch keiner. So. Kiste ist aber auch leer. Ja gut, dann brennt halt ab. So. Was bist du? Hast du irgendeinen genaueren Sinn? Schaut man schon beinahe nicht so. Das ist einfach so ein normaler Brunnen, oder? Und irgendwie voll Fell generiert, weil das in einem Baum generiert wurde. Trollolol. Hopp. Ja. Oh mein Gott, es bricht zusammen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt alles habe. So. Da ist auf jeden Fall noch Gold drin, aber das werde ich jetzt nicht riskieren. Ne? Also habe ich gerade noch irgendwas bekommen. Ah, ich bin verwirrt. So, in die Richtung wollte ich gehen. Also hier, die da. So, noch so ein Baum, what the heck? Aus Cobblestone könnten wir dann jetzt auch Sand machen, das heißt, wir bräuchten auch keinen Sand mehr farmen gehen. Hä? War hier echt noch niemand? Scheint so. Ein Kompass. Ist überhaupt noch keiner auf die Idee gekommen, nach Westen zu gehen? Ne, nach Osten. Ich gehe gerade nach Osten. Lol. Dort ist ein Skelett. Warte mal, die Dinger waren ja sinnlos. Da war ich gerade in einem drin. So. Lalalala. Aua. Das hört. So, oh Gott, ich habe kein Essen mitgenommen. Das könnte böse enden. Ein Blaze Spawner. Ja, seid ihr süß. Bringen diese Teile überhaupt was? Ist da vielleicht irgendwie was drunter? Ich glaube nicht. Ich habe auch kaum Fackeln dabei, also ich bin echt schlecht vorbereitet. Ich sollte eigentlich nochmal zurückgehen. Ich sollte. So, wir müssen auch noch einen Vulkan oder ähnliches finden. Oder einfach mal random Luftballon. Könnten wir die Wolle eigentlich auch mitgehen lassen. Light Blue. Hi. Guten Flug. Ah, schade. Ist hier irgendwas drin?
Ne, nur Wolle. Oh, die pure Wolle. Wow. Da donnert es aber richtig. Ups. So. Geregelt. So. Komm her, Spinny. Noch ein Luftballon. Da. Ups. Was auch immer ich gemacht habe, ich wollte es nicht. Tut mir leid. Ich habe gar nichts gemacht anscheinend. Ey. Was zur Hölle? Jetzt glaube ich noch ein Block über mir, aber irgendwie buggt der Block gerade. Hier sind sie da. So, jetzt habe ich ein bisschen Holz. Und soweit ich es gesehen habe, war da unten Kohle. Alter, what the fuck? Come on, ey. Flint behalte ich. Seeds. Ja, er ist im Wasser, ich weiß. Das hilft ja trotzdem für einen kurzen Moment über Schaden machen, genau. So, ich meine, hätte hier drin Kohle gesehen, genau. Das heißt, wir können uns dann auch im Notfall Fackeln machen. So. Hoppsala. Und hoch. Gut, dann können wir jetzt so oder so weiterreisen, würde ich mal behaupten. Wie lange nehmen wir auf? 22 Minuten. Ja. Irgendwie glaube ich, dass das ein Fehler war. Wir werden damit gleich jetzt ein bisschen anders umgehen und uns mal ein Schiff bauen, wenn wir da hinten angekommen sind hier. Obwohl, brauchen wir gar nicht mehr, da ist ja schon wieder Land. Land in Sicht! Brunnen. Zombies. Hallo. Ich bin der Neue. Oh, Zombie und Creeper. Mistvieh. Oh, die Scherbe hätte ich gern. Doch. Oh, das kostet natürlich ultra viel Jackpack, wenn man einfach mal über den ganzen Ozean fliegt, ey. So. Öl. Gold. Gold. So, gut. Ergattern wir uns das Gold. Denn wie ihr mittlerweile wissen solltet, Gold ist recht viel wert. Und runter hier. So, damit ich hier auch was sehe. Schalala. Wenn man uns das Gold hier schon schenkt, dann nehmen wir es natürlich auch. Oh, Tin. Danke. Wo habe ich meine Fackel platziert? Da oben. Hopp. So. Schick. Gehen wir da doch mal wieder raus. Gehen wir noch ein Stück weiter nach hier. Au. Das waren mal Beine. Tja, großartig was sehen tue ich jetzt hier aber nicht, um ehrlich zu sein. Ein Wolf. Ein Gebäude. Wo das Licht buggt. Weil das ist auch
Völlig uninteressant, das Gebäude hier. So. Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt was gibt. Ich flieg mal hin. So. Hopsa. Ah. Hoch. Der besteht aus Clay. Okay. Whatever. Und jetzt? Passiert da was? Da ist gerade ein Sandblock runtergefallen. Im Normalfall werden doch so die Fallen getriggert. Ich glaube, der ganze Turm sollte, also zumindest der untere Bereich, jetzt sollte eigentlich in den Boden absacken, kann das? Weil irgendwie hat er keinen Bock dazu. Just say no. So, eine Workbench. Weg damit. Mosey, behalt dich schon mal. Hey. Nein. Und hoch. Was war denn das Dach halt? Hä? Lol. Hier ist einfach mal nichts, hier ist einfach Luft. Da auch, so eine ganze Luftkammer einfach unter Wasser. Trullululul. Gehen wir mal ein bisschen Richtung Norden. Wie einfach mal so die Luftkammer ist, ey. Troll. So. Und ab auf Land. Ups. Ich habe mir jetzt ein Schiff gemacht, falls ich jetzt da oder rechts oder links weitergehen will. Ob ich jetzt nach Osten oder Westen, also nach Osten weiter oder nach Süden zurückgehen will. Da habe ich mir gerade eine kleine Kammer gemacht. So. Na, ich hasse es. So. So. Na hoch. Ein Schweinchen? Oh, ein Turm. Das ist wahrscheinlich wieder so einer, der mit Mobs vollgestopft ist, ne? Ich gehe mal davon aus, ja. Bücher, Schaufel, Ho, Brot. Der Rest ist auch nicht interessant. Können ja die Lederhose auch nochmal mitnehmen. Alter. Will mir nicht mein Inventar damit zu. Dim, 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 dim. So. Nix. So. Sehr praktisch, dieser Stab. Genau wie der Bohrer. Auch nix. Viper und Skeletten. Niho. Unten ist was gespawnt, okay. Oder gespawnt.
Ist da unten überhaupt noch eine Truhe? Ja, da unten riskiere ich jetzt nicht. Da sind Spinnen und Dings. Creeper. Nach Norden bin ich jetzt gerade ein Stück gegangen, ne? Gehe ich mal ein Stück weiter nach Norden. Da hatten wir einen Zeppelin. Das sind Schneebienen. Brauche ich auch nicht. Na gut, aber das war's mit der Folge. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.